Moin Moin! Heute soll es um den neuen Marvel-Film Ant-Man and the Wasp gehen, den ich bereits im Kino sehen durfte. Vorweg, wichtige Info für alle Marvel-Fans, die nicht so oft im Kino sind, ich werde nicht auf Infinity War eingehen. Das heißt, ihr werdet nicht von mir hören, ob es eine Verbindung gibt, wie das Ende des Films ist oder irgendwas. Davon werde ich kein Wort berichten. Ihr könnt also beruhigt sein. Ich habe nur eine Frage. Als Cap Hilfe brauchte, wärst du gekommen, wenn ich gefragt hätte? Das werden wir wohl nie erfahren. Aber hättest du gefragt, wärst du nie geschnappt worden. Der Film Ant-Man and the Wasp ist für mich hauptsächlich ein Wasp-Film. Es ist zwar ein Sequel zu sowohl Ant-Man als auch Captain America Civil War. Das heißt, die Hintergründe von oder aus diesen Filmen solltet ihr auf jeden Fall kennen, bevor ihr in den neuen Film geht. Aber solltet ihr nicht mehr alles im Kopf haben, gar kein Problem, denn es werden Schlüsselszenen noch einmal genannt, es werden teilweise sogar Szenen gezeigt. Das heißt, selbst wenn ihr nicht mehr ganz up-to-date seid mit den tausenden Marvel-Filmen, die uns seitdem begegnet sind, keine Sorge, ihr werdet noch einmal abgeholt, ihr werdet also nichts von der Story verpassen. Was ich gerade schon einmal sagte, Schlüssel-Character in diesem Film ist für mich The Wasp, denn sie ist die Figur, die letztendlich die Handlung vorantreibt, gemeinsam mit ihrem Vater Hank Pym natürlich. Ich möchte von der Story her nicht allzu viel verraten. Es geht aber, das sieht man auch im Trailer schon, um einen neuen Villain, der auch eine Rolle spielt. Und zwar ist das Ghost. Ghost kann durch feste Materie gehen. Und auch das ist bereits bekannt, es wird in diesem Film darum gehen, die originale Wasp, sprich Hopes, also die neue Wasp, Hopes Mutter, aus der Quantum-Ebene wieder retten zu können. Dr. Pym, ich habe gehört, was Ihnen passiert ist. Sie haben die Quantum-Ebene geöffnet und dieser krasse, gruselige Geist, der durch Wände geht und so, klaut Ihre Ausrüstung. Und jetzt will sie die Weltherrschaft oder sowas. Unsere einzige Chance. Seid ihr beide. Ant-Man und Wasp als Team. Mir nach. Also Hope und Hank, die beiden haben seit dem ersten Ant-Man-Film keinen Kontakt mehr gehabt zu Scott. Ant-Man hat sich ja während Civil War, ohne die beiden zu informieren, auf Captain Americas Seite geschlagen und gekämpft. Damit aber auch gegen die Sokovia-Accords verstoßen. Und das macht auch die beiden zu Kriminellen, weil sie diese Technologie entwickelt haben. Dementsprechend sind die Verhältnisse zwischen den beiden und Scott auf der anderen Seite leicht angeschlagen. Trotzdem brauchen die beiden sich um ihre jeweiligen Ziele, oder die drei sich um ihre jeweiligen Ziele in diesem Film verfolgen zu können. Was macht diesen Film aus? Es ist ein witziger Film, wie auch der erste Ant-Man schon. Das heißt, es gibt ganz viel Situationskomik, es wird viel gespielt, einfach mit den Proportionen von groß zu klein, wie es im ersten Film schon war, einfach mit den lebensgroßen Ameisen. Da werden wir wieder was sehen. Wir haben tolle Gegenstände, die sich kleine Gegenstände, die riesig werden, die sich vergrößern auf eine ganz witzige Art und Weise. Das wurde auch schon im Trailer gezeigt. Zum Beispiel einen von diesen Hello Kitty Pets Spendern. Davon gibt es noch mehr in dem Film. Und auch Ant-Man wird wieder ein bisschen größer werden. Es gibt tolle Diskussionen und Unterhaltung damit. Moment mal, sie hat Flügel gekriegt? Und Waffen. Für mich hattest du diese Technik nicht, nehme ich an. Doch, hatte ich. Und aber auch, darf man auch nicht vergessen, es gibt weitere Hintergründe für das insgesamte Marvel Cinematic Universe. Das heißt, wir treffen einen ehemaligen S.H.I.E.L.D.-Agenten. Und wenn man da die Hintergründe aus den anderen Filmen oder auch aus der Serie Agents of S.H.I.E.L.D. kennt, kann man eben im Hintergrund diese Verknüpfung für einen persönlich gewinnen, um dieses große Universum weiter verstehen zu können. Das heißt, da gibt es paar coole Anekdoten mit dabei. Insgesamt ist der Film für mich ein lustiger Sommer-Action-Film geworden, der zugegebenermaßen sachter ist als Infinity War, was aber vielleicht gar nicht so schlecht ist, denn wenn man so drüber nachdenkt, nächsten Frühling geht es schon weiter, dann bekommen wir Captain Marvel und eben auch den nächsten Avengers-Film, die wieder einiges an Action mit dabei haben werden. Deswegen ist es vielleicht ganz gut gewesen, dass wir einmal Ant-Man and the Wasp mit dazwischen haben, der, wie gesagt, mehr auf die humorvolle Art das Ganze erzählt, aber trotzdem uns die Characters und auch die Story in der gesamten Welt voranbringt. Vielleicht brauchst du nur jemanden, der auf dich aufpasst. Hi! I
einen Partner. Deswegen freut euch auf den Film. Er ist ab dem 27. Juli im Kino zu sehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Wir sehen uns bald wieder, wenn der nächste Film rauskommt. Macht's gut. Bis dann. Ant-Man and the Wasp.